In der Unterhaltsreinigung sind wir bei ca. 115.000 Quadratmetern in der Reinigung. Die Hygiene ist im Vordergrund. Und jeder guckt, ob der eine nicht was vergessen hat. Guten Morgen. Man ist hier wie eine Familie, glaube ich. Ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit. Jeden Tag, bei Wind, Wetter, Regen, egal. Also um 4 Uhr fängt meine Schicht an. Das hat mich gefesselt, da wo ich jetzt bin. Ich wollte eigentlich, nach 6 Monaten dachte ich mir, und tschüss, ich gehe. Aber jetzt sind es 24 Jahre und ich mach's gerne. In der Unterhaltsreinigung sind wir bei ca. 115.000 Quadratmetern in der Reinigung plus OP- und Intensivbereiche. Bei den Klinikdiensten sind momentan 680 Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind im Klinikum 400 Mitarbeitende. Und von den 400 sind es ziemlich genau 200, die für die Reinigung zuständig sind. Hier ist halt der hygienische Aspekt noch ein ganz großer Punkt, wo halt darauf geachtet werden muss, dass mit dem richtigen Desinfektionsmittel an der richtigen Stelle gearbeitet wird. Man muss auch ganz genau wissen, welchen Handgriff man wann zu erledigen hat. Das richtige Tuch mit der richtigen Farbe für die richtige Oberfläche zu nutzen, das sind alles Dinge, die gehören mit dazu. Also in OP-Reinigung ist halt sehr hoch, hygienisch sauber machen. Also erstmal komme ich dahin und muss mich erstmal in der Schleuse umziehen. Ich muss mir meine Sachen ausziehen und extra OP-Kleidung anziehen. Und dann mit Haube, Mundschutz und Handschuhe. Und dann gehe ich zu meinem Putzwagen, muss ich vorbereiten. Hier unten haben wir die Mischung mit Teralin und Torvan für den Fußboden. Und hier oben haben wir halt Teralin-Mischung drin. Nur Teralin, also Desinfektion für alles, weil das muss ja alles steril sein hier. Dann haben wir unsere Lappen, unsere blauen. Die legen wir uns immer schon gleich so zusammen, damit man einen Griff und man hat es. Dann haben wir hier den Abwurf für unsere schmutzigen Bezüge, den Abwurf für Müll. Das muss auch so sein, das ist ganz gut. Und neue haben wir hier unten, einmal mit ein bisschen kratzig, damit das mehr vom Boden besser weggeht. Und zum Nachwischen tun wir halt damit, mit dem ganz normalen Schlingefranse, die zum Trocknen. Und halt, wir machen immer schon den Wagen so weit fertig, dass wir einen Trocknen haben, schon fertig, und einen mit nassem Bezug. Damit, wenn wir jetzt eine Zwischenreinigung machen, schnell loslegen. Wir haben auch gleich Tüten dabei, dass man die griffbereit quasi gleich hat für jedes Mal für einen Mülleimer. Weil das sind, was ist das nochmal für eine? Grauen Tüten. Ja, die grauen sind für spezielle Sachen. Ja, genau, weil flüssige. Flüssig, weil, wenn für flüssige Sachen. Genau. Da Reste da kippen. Halt, ne? Dann haben wir die normalen blauen. Meistens haben wir die aber unter dem Wagen liegen. Und dann haben wir noch die ganz normalen Wäschesäcke, weil wir auch immer Wäsche haben, die wir da drin entsorgen müssen. Und Plastik, weil viel Plastik verbraucht wird hier. Ne? Immer alles aufmachen. Und darum haben wir die. Drei und jeder Leute. Guckt, ob der eine nicht was vergessen hat. Richtig. Also wenn da irgendwas ist, die hat was vergessen, dann machen wir das gleich weg. Ich arbeite ja ein, die Kolleginnen. Ich mache das immer so. Beispiel diese Wischen, die achten. Ich sage das teilweise auch. Ihr müsst so fühlen, ob man mit dem Stiel ein bisschen so tanzen tut. Ja. Sorry. Aber es ist halt, weil da kann man besser halt ein bisschen halt auch lockern, wenn man da einarbeitet. Nicht so stressig wird, dann können die besser halt greifen. Das ist wirklich, dann lernen die auch schneller.
eine macht die Tische, der eine macht Müll, der andere macht das, der andere macht das. Man muss sich das halt so vorstellen, man geht rein und weiß genau, was man machen muss, wie welche Griffe. Das ist die Routine, die man hat. Wenn man Personal hat, die genau wissen, was sie machen müssen, ist das halt ein Hand in Hand. Und das geht halt immer so schnell. Wir gehen also ständig rein. Also so wie eine OP fertig ist, müssen wir parat stehen. So nachdem der Patient raus ist, müssen wir gleich rein. Weil danach kommt gleich der Nächste. Und am Ende des Tages wird erst eine Endreinigung gemacht im ganzen OP-Saal. Da werden die Wände, also komplett alles gereinigt. Die wichtigste hier in OP. Jeden Fall, man muss wirklich so arbeiten, die nächste auf dem Tisch auch selber drauf kommt. Die Reinheit, genau, Reinheit, das ist sehr wichtig. Ja, das ist also viel Stress, ja. Man hat Stress dabei, aber es ist halt guter Stress, es ist kein schlechter Stress, also wo man denn durchdreht oder so. Also es ist halt positiver Stress. Und man macht das so viele Jahre, das ist einfach so drin. Ich freue mich Tag für Tag, dass wir mit einem solchen tollen Team zusammenarbeiten dürfen. Und schlussendlich ist es ja so, dass die Gebäudereinigung möglichst gar nicht bemerkt werden sollte. Das heißt, wir arbeiten oft zu Zeiten, wo noch niemand vor Ort ist, um dann, wenn die Leute wieder in den Dienst kommen, diese Bereiche in Ordnung zu haben. Das ist sehr schön. Ich arbeite gerne mit den Kollegen zusammen. Und wir lachen auch viel, wir erzählen uns Witze oder machen eine Grundreinigung zusammen. Und das ist einfach ein familiäre Sache ist das. Morgen, Ilona. Wie sieht's aus? Grüß dich. Hi. Können wir loslegen? Ja. Gut. Gucken. Das ist ein super Team da, auch so mit den Schwestern. Wir kommunizieren ziemlich oft mit den Schwestern. Wir arbeiten auch so mit den Leuten da, mit den Schwestern und den Pflegern zusammen. Was los ist? Guten Morgen. Hallo. Na? Ich mache hier mal die Gardinen auf, ne? Das sind die für Staubgänger, ne? Die rosanen für die Toilette, die gelben für Waschbecken und Dusche. Gerade so die Patienten, die alleine liegen, die wollen sich runterhalten, die haben auch mal vielleicht ein bisschen Angst. Und dann nimmt man die halt die Angst und man spricht über vieles, wenn sie da auch Bedürfnisse haben. Also man ist hier wie eine Familie, glaube ich, weil man gerade mit den Patienten auch zu tun hat. Man geht nicht nur rein und raus und das war's. Na denn, ne? Tschüss. Wir sind in einem Haus, wo man die Patienten halt öfter sieht, weil die eine Erkrankung haben, die halt länger dauert. Und da, die sieht man jeden Tag und die kennen einen. Und dann, das ist ein, ja, quasi wie als Kind, was krank ist und kommt bei uns. Und wir werden eigentlich gut aufgenommen bei uns. Unterm Strich reden wir von roundabout täglich 3000 Bezügen und ungefähr die doppelte Menge, entsprechend 6000 Tücher, die dann da zu reinigen sind. Die Chemie, das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also es sind schon einige Liter, die wir da Tag für Tag verbrauchen. Dieser Beruf ist sicherlich ein großer Teil meines Lebens und macht mir extrem viel Freude. Und auch die Zusammenarbeit mit vielen Menschen im Klinikum ist seit vielen, vielen Jahren, die ich ja nun dort schon tätig bin, da. Das sind die Kollegen. Ich habe einfach, das ist wie eine Freundschaft, wie Familie. So ist es für mich. With every field and rising sun.